Der Jenaer Student Josef S. ist in Wien zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Das Gericht hat die Strafe allerdings teilweise zur Bewährung ausgesetzt. Was hat er getan? Er war auf einer Demonstration in Wien zwischen die Fronten geraten und wurde plötzlich verantwortlich gemacht für alles, was dort passiert ist. Verantwortlich zu sein, ja. Deshalb wurde er verhaftet und kam für Monate in Untersuchungshaft. Jubel für den Angeklagten am heutigen Prozesstag. Das soll ihm Kraft geben für das zu erwartende Urteil. Wie ein Schwerverbrecher wird er in den Gerichtssaal gebracht. Seine Familie und Freunde sind auch wieder da, dürfen aber nur von Weitem grüßen. Die Aufregung ist gestiegen. Wir hoffen natürlich, dass der Josef mit uns nach Hause fahren kann. Das ist jetzt unsere größte Hoffnung. Weil er sich gegen rechts engagiert, ist der 23-Jährige im Januar nach Wien gefahren, zum Akademikerball. Vom Namen eher eine unscheinbare Veranstaltung, dahinter verbirgt sich aber ein Treffen, das jedes Jahr Burschenschaften und Rechtsextreme aus ganz Europa anzieht. Tausende Menschen demonstrieren an diesem Abend dagegen, auch Josef S. Die Polizei ist im Großeinsatz, plötzlich eskaliert die Situation. Etwa 500 Vermummte werfen Steine und Mülltonnen. Polizeiautos, Fensterscheiben und Menschen werden getroffen. Die Bilanz: 20 Verletzte und eine verwüstete Wiener Innenstadt. Der Schaden 500.000 Euro. Verantwortlich wird Josef S. dafür gemacht, ein bisher polizeilich unbekannter Student aus Jena. 6 Monate sitzt er in Untersuchungshaft, das erlaubt das Recht im Nachbarland. Unter Justizexperten ist das allerdings umstritten. Wir sind alle in der EU, es gibt internationale Haftbefehle. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass wir ein Rechtsstaat sind. Ich bin davon ausgegangen, dass bei uns die Menschenrechte gelten. Und ein ganz wichtiges prozessuales Menschenrecht ist die Unschuldsvermutung. Meiner Wahrnehmung nach wird das hier mit Füßen getreten. Und da schäme ich mich für Österreich. Die Anklage warf ihm vor, dass er einen Mob als Redelsführer angeführt habe, der mutwillig zerstören, verletzen oder sogar töten wollte. Außerdem noch Landfriedensbruch. Die lange Untersuchungshaft wird ihm angerechnet. Er ist erst einmal frei, solange er nicht wieder auf Demonstrationen auffällig wird.